Willkommen Leute zu einer neuen Folge Minecraft Time und wir sind letztens hier stehen geblieben nach dem Dungeon. Ich wollte mir jetzt erstmal anschauen, was wir so aus dem Dungeon mitnehmen konnten und es kam wieder jede Menge Kommentare rein. Ich sortiere mal ganz kurz die Sachen automatisch. Es kam auf jeden Fall wieder jede Menge Kommentare rein und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt erstmal ein bisschen talken, was wir jetzt so machen werden. Also ich habe mir wieder vorgenommen, auf jeden Fall in den Dungeon zu gehen. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich beispielsweise eine Scale- oder Thief-Rüstung machen kann. Aber ich habe mir überlegt, ich werde jetzt keine Thief-Rüstung machen. Thief heißt die, glaube ich. Eine Thief-Rüstung ist nämlich nur da, um halt möglichst schnell zu sein. Und ich würde halt lieber eine Scale-Rüstung haben, weil mit der Scale-Rüstung kann ich halt ganz einfach easygoing, mehr Damage machen. Und das ist dann, denke ich mal, doch etwas besser. Ich kann auch nochmal die Minimap aktivieren und dann schauen wir mal auf die Karte, wo denn in der Nähe was ist. Das sieht doch schon mal ganz geil aus da hinten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes, Leute. Wir haben hier eine gute Axt. Ich baue mal ganz kurz ein bisschen was ab. Wir haben ja hier auch die Mod drin namens, hier, wie hieß der nochmal? Timber-Mod, genau. Und damit können wir halt möglichst schnell und einfach Sachen abbauen. Hatte ich letztens ganz vergessen, als ich abgebaut habe. Aber jetzt weiß ich das ja. Und ich würde halt eigentlich gerne meine Sachen verzaubern. Das Problem ist nur, ich habe halt momentan noch nicht die Möglichkeit, irgendwas zu verzaubern. Da ich halt noch keinen Enchanter habe und den Enchanter kann man eigentlich relativ einfach bekommen. Nur ich möchte jetzt halt ungern farmen gehen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich brauche zum Beispiel solche Sachen wie Magic Mirror brauche ich nicht, weil ich habe nicht vor, irgendwie mir ein Portal zu setzen oder sowas, weil damit kann man ja Portale setzen. Aber was ich jetzt erstmal machen wollte, wäre einmal eine Workbench und in dieser Workbench machen wir uns erstmal nochmal einen neuen Stab. Das ging ja so, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, ne? Genau, da haben wir es schon. Und jetzt die Electric Essence, hier das da rein. So, wir werden von hinten angegriffen. Hallo? Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich doch einfach mal, wenn ich irgendwie schlechte Effekte bekomme, hätte ich rein theoretisch diese Effekte ganz leicht umgehen können. Indem ich halt, was war der mal der Tipp? Genau, indem ich halt einfach den, mein Giant Sword in die Hand nehme. Und dann hätte ich rein theoretisch diese schlechten Effekte nicht bekommen. Aber ist jetzt auch egal. Ist jetzt sowieso zu spät. Und, ich werde mich jetzt auf jeden Fall darauf konzentrieren, dass wir jetzt hier nochmal was Schönes auf die Reihe bekommen. Wir können uns nämlich rein theoretisch auch jede Menge Pfeile machen, jetzt wo wir den Legia-Bogen haben. Aber ich suche jetzt momentan erstmal nach noch einem Dungeon. Ich suche nämlich nach einem, wie ist denn Dungeon nochmal? Nach diesem Dungeon, nach so einem Schloss, sage ich mal. Kann man das so sagen? Ich denke schon. So, hier hinten. Und ich habe letztens nämlich mit dem Feuerzeug mit dem Electric Stuff ein bisschen rumgespammt, da ich halt in Panik war. Und da haben mir auch viele in die Kommentare geschrieben, dass ich das eigentlich nicht so machen soll. Und das weiß ich, Leute, nur ich war halt so in Panik, weil ich nicht sterben wollte, dass ich halt einfach auf die Kacke gehauen habe und dachte mir, ey, komm, ganz im Ernst, nimmst du jetzt einen Tod mit oder nimmst du lieber den kaputten Stab mit in den Tod, ne? Wenn ihr wisst, wie ich das meine. Und dementsprechend habe ich da ein bisschen mit rumgespammt. Wir kommen damit auch nicht so weit, aber... Und hier haben wir schon mal eine Festung, sehr schön. Danach habe ich nämlich gesucht in so einer schönen Festung, die wir dann jetzt stürmen können. Und ich hoffe mal, dass wir hier auch was... finden. Sollten wir eigentlich. Okay, schön. Freut mich. Oh ja. Jetzt bekomme ich zum Beispiel keinen Schaden durch die Effekte, sehe ich gerade. Oh, komm her, schön. Lass uns von dir nicht runter machen. Komm her. Alter, der hält aber ganz schön viel aus, ne? Oh je. So, okay, jetzt kommen die ganzen anderen Leute auch nach. Ich würde sagen, wir schlawinern uns hier einfach rein, von oben. Hoffen mal, dass wir hier auch reinkommen. Ja, sollten wir. Oh, und da haben wir jetzt ein Skelett. Und da ist von der Seite auch noch welche. Alter, okay. Scheiße, nicht sterben.
Immer schön Block hitten, immer schön Block hitten. Und da haben wir schon mal die erste Chest. So, hier ist nur Essen drin und ein paar Pfeile. Okay, das ist jetzt nicht wirklich gut. Und ich kann mir auch rein theoretisch ein Backpack machen, ne? Stimmt. Backpack. Bomb-Backpack. Warte mal, hier. Hä? Oh, ich bin noch im Dings-Modus. Ich bin noch im, wo hab ich denn das jetzt? Hier, ich bin noch im Cheat-Modus, oder? Kann das sein? Ja, ich bin noch im Cheat-Modus, weil ich was im Singleplayer ausgetestet habe. So, wo habe ich denn jetzt diesen, Backpack? Habe ich den überhaupt bekommen? Nee, ich glaube, ich habe den gar nicht bekommen, weil mein Inventar nämlich voll ist, oder? Habe ich da? Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, weil, falls ich das jetzt irgendwie übersehen habe, dass ich den doch im Inventar habe, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil das war jetzt nicht meine Absicht, muss ich zugeben. So, wo kann ich mir denn jetzt normales Backpack machen? Backpack, Backpack, hä? Es gibt doch hier, man kann sich doch Backpacks machen, oder nicht? Oder bin ich jetzt vollkommen neben der da, waren sie doch. Green Backpack, warum findet ihr das nicht, okay? So, wir brauchen natürlich Leder, und Leder können wir so bekommen. Haben wir Leder? Ich wette nicht, ne? Nein, okay, da müssen wir jetzt erstmal ohne einen Backpack vorankommen, außer wir finden hier noch was. Und davon möchte ich mal nicht ausgehen. Und ich nehme auch natürlich alles an Äpfel mit, weil die Äpfel sind ziemlich praktisch, weil man sich daraus ja Goldäpfel machen kann. Und die können im Dungeon dann ziemlich oft vorkommen. So, ich habe ja auch noch so ein Ender-Schild. Was macht denn das? Special Perk Teleport Displays. Weakness Ender Damage. Okay, ja, das brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal sowieso nicht, weil ich will mich ja eigentlich nicht unbedingt porten. Und, okay, hier ist wohl so ein Unter... Wow. Hä? Das ist, glaube ich... Ach du Scheiße, da geht's ordentlich ab. Da geht's ordentlich ab. So, da kann ich aber auch reinstürmen. Oder? Ja, da kann ich reinstürmen. Okay, sehr gut. Dann kann ich hier schon mal ein bisschen aufräumen. Alter. Ich komme gar nicht ran, ist das Problem. Das ist hier die Katastrophe schlechthin. Okay, so, was hat der jetzt gedroppt? Ein paar Knochen, das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Hier ist auch nichts drin. Und ich meine, ich hatte in Erinnerung, dass doch hier irgendwo solche Geheimgänge waren. Das ist, sag ich mal, so solche versteckten Kisten, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, da ist noch jemand. Okay, hallo, Kollege. Was machst du denn hier? Oh, bam, 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 bam. Okay, die, muss ich sagen, sind jetzt nicht unbedingt so schwer, die Zombies zu besiegen. Trotz jetzt nicht unbedingt guter Rüstung. Aber das geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall sehr klar. So. Wir haben auch 35 Level. Also wir können uns wirklich ziemlich gute Verzauberungen machen, wenn wir dann... Und da habe ich doch einen Pisten gehört, oder? Wir können uns echt gute Verzauberungen machen, wenn wir dann soweit sind mit dem Enchanter. Nur momentan haben wir halt nicht die Möglichkeit, überhaupt was zu enchanten. Und die Life Essence und sowas nehme ich mir einfach nicht mit, weil ich die sowieso nicht gebrauchen werde erstmal. So, hier waren wir ja schon. Und hier ist dann der Club der... Alter, okay, die heilen sich jetzt schon. Boah, es wäre einfach so vorteilhaft, wenn ich mich jetzt, Alter, der heilt ihn einfach. Es wäre so vorteilhaft, wenn ich jetzt Enchantments hätte. Und da ist Gold, das ist sehr schön. So, Gold kann ich immer gebrauchen. So, was war das jetzt hier? Wind Essence, okay. Und hier nehme ich natürlich Gold mit. Was ist hier oben? Ich höre da irgendwie Damage, okay. So, schauen wir mal. Hier sehe ich gar nichts mehr. Hier sehe ich auch nichts mehr. Dann können wir hier bestimmt weitergehen. Genau. Und hier ist Holz. Das ist da noch was drunter? Nee, hier ist nichts drunter. Hier sind wir gekommen. Okay, dann ist jetzt hier ein großer Raum, so wie es aussieht. Das könnte gefährlich werden. Dann nehme ich auch immer Rücksicht drauf, Leute. Ich hoffe auch, dass das so mit der Helligkeit im Video passt. Sollte aber eigentlich. Oh, scheiße. Ich das erinnere... Wenn es jetzt tötet, das wäre mega bitter. Oh, scheiße. Und da ist wieder so ein Special Mob. Wo ist denn der Enderman? Ich baue jetzt mal den Spawner ab, würde ich sagen. Okay, perfekt, perfekt. Oh, scheiße. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Mit den... Oh, was hat er gedroppt? Oh, so eine Rüstung. Eine Rüstung ist immer gut. Schmeißt man denn jetzt weg, ist die Frage. Knochen... Mithridatisches Blade, komm, die sollten wir nehmen können, die ist bestimmt besser. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir noch oben Spinnen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde jetzt, weil einige Leute haben ja in die Kommentare... War da eine Chest? War da eine Chest, oder? Wenn ich mich nicht irre. Hä? Da war eine Chest.
Einige Leute haben in die Kommentare geschrieben, dass ich halt alles uncut lassen soll. Auch wenn es mal langweilig wird, soll ich es uncut lassen, weil es halt einfacher für mich ist. Und oh, sehr schön, den Backpack habe ich gesucht. Dankeschön, ey, das ist so praktisch. Das ist mega praktisch. Eye of Ender, das können wir auch gebrauchen für den Magic Boomerang. Okay, nehme ich einfach mal mit. So, dann ist die Frage, was droppen wir raus für einen kleinen Moment? Block of Gold, das nehmen wir natürlich selbstverständlich auch mit. Obwohl, ich kann erstmal das hier rausdroppen. Ah, jetzt wird die ganze Zeit was in mein Inventar kommen. Egal, so, dann packe ich erstmal ein paar Sachen hier rein. Ich packe erstmal alles rein, was geht. Komm. So. Eigentlich brauche ich ja erstmal nur hier Essen. Irgendwas zu essen bräuchte ich ja, so gesehen. Und den Stab brauche... Upsala. Den Stab brauche ich auch unbedingt. Oder ist ein Zombie neben uns? So, und dann brauche ich auf jeden Fall... Moment mal. Im Inventar am besten auch noch so Sachen wie Dias, Eisen, Gold, Äpfel vielleicht auch. Dann kann ich mir daraus OP-Äpfel machen. Normale Goldäpfel machen. Fire Essence, sowas brauche ich eigentlich, glaube ich, gar nicht im Inventar. Ich pack's aber trotzdem mal, damit sich die Sachen stacken können. Das brauche ich nicht. Pfeile brauche ich auf jeden Fall. Und ich bräuchte noch, Das war's eigentlich, denke ich mal. Obwohl, die Essenz kann hier auch nochmal weg. Und dann kann ich mir jetzt rein theoretisch, genau, erstmal natürlich hier nicht vergessen. Hier habe ich noch den Goldblock drin. Den können wir umwandeln. Und dann haben wir erstmal schön 11 Gold. Upsala, und jetzt kann ich doch mit dem Holz, was wir hier haben, uns nochmal eine Workbench machen. Und in dieser Workbench können wir uns dann erstmal einen schönen Goldapfel machen. So ist das... Ach, das ist hier noch anders. Stimmt ja. Das ist ja so, dass ich mir einfach nur so Iron Nuggets machen muss, oder so? Iron Gold Nuggets machen muss und dann... Hä? Ah, genau. Alter, wie nice ist das denn? Und jetzt kann ich doch rein theoretisch damit... Wenn ich mich recht erinnere, den OP-Apfel machen, oder? Nee. Das verging dann trotzdem nur mit Goldblöcken, okay. Aber, das ist auch gar nicht mal so schlimm. Denn jetzt können wir uns noch ein paar Goldäpfel machen. Dann ist das ja voll easy. Also wenn das jetzt immer noch so wäre, dann hätte man auf jeden Fall ein leichtes Spiel. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Das kann ich sowieso wegschmeißen. Obwohl, ja. So, schauen wir uns mal um. Hier oben sehe ich nichts. Hier ist auch gar nichts. So, und unsere Rüstung geht so langsam dem Ende zu. Hier ist auch nichts mehr. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 13 Minuten, aber den Dungeon würde ich auch gerne nochmal abhaken. Und dann vielleicht so verzaubern und sowas. Wenn ihr nichts dagegen hättet, würde ich das vielleicht sogar offline machen. Ich weiß es nicht. Also, müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Falls ich sehe, dass doch ziemlich viele dagegen sind, dann werde ich das lassen mit dem offline verzaubern. Oder, ja, irgendwie rausschneiden. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, von der... Idee, sage ich jetzt einfach mal. So, und... Muss irgendwie rankommen. Also ohne Electric Stuff würde sich das Ganze hier nicht so einfach gestalten. Das weiß ich ganz klar. So, jetzt haben wir hier nochmal. Rüber, perfekt. So, und jetzt... Oh, scheiße, jetzt geht's hier ab. Oh, zum Glück habe ich Goldäpfel. So, und jetzt... Bam! Boah! Der zersprengt die... Der Creeper hat mir geholfen, bester Mann. So, zack, erstmal auf dich. Erstmal auf dich, der ist jetzt auch was down, perfekt. Das ist auch immer gut, dass man Herzen dazu bekommt, wenn man einen Mob tötet. So, perfekt. Und den holen wir uns auch noch. Alter, sehr schön. Haben wir bestimmt ein bisschen was an Stuff bekommen. Bogen noch dazu, okay, ja. Kann man so lassen. Okay, dann schauen wir uns nochmal um. Was hier so abgeht. Hier sind noch mal ein paar Skelette. Und ich skippe den Raum jetzt einfach. Also ich gehe jetzt hier einfach weiter. Ich will nämlich eigentlich gerne zum Ende kommen. So. Jetzt haben wir noch 3 Goldäpfel. Das... Oh, was ist hier? Okay. Verstehe ich nicht unbedingt, aber ist wahrscheinlich... Wow. Hä? Lol. Ist auch wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Und das ist hier das Ende des Dungeons? Ich wette, ich habe eh was vergessen. Und mich werden 10.000 Leute flamen, weil ich was vergessen habe. Obwohl, hier geht's noch weiter, ne? Hier geht's noch weiter. Sehr schön. So. Oh, ja. Und schön, kommt her. Ich töte alle. Hier kommt keiner ungeschwollen davon. Sehr schön. Bam, 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 bam. Okay, den haben wir. Der hat aber jede Menge getankt.
Also ich werde mich auf jeden Fall dann in der nächsten Folge an die Enchantments dran setzen. Weil die Enchantments sind, denke ich mal, echt nicht... Also es wäre nicht verkehrt, wenn wir unsere Sachen mal enchantet haben. Ihr könnt mir auch am besten mal in die Kommentare schreiben, was ich denn enchanten soll und was ich vielleicht erstmal am Anfang für eine Rüstung machen soll. Also das würde mich echt interessieren, das würde mir auch echt helfen. Besonders jetzt, Alter, wieder so eine nice Scheiße. Das würde mir auch am Anfang sehr helfen, wenn ihr mir da ein bisschen helfen könntet, sage ich mal, was ich mir für eine Rüstung machen soll und so. Ich tendiere, also ich weiß es nicht, aber ich tendiere zu einer Dia-Rüstung. Aber bin mir da nicht sicher, deshalb mache ich mir noch keine Rüstung. Und ich habe ja sowieso noch nicht genug Diamanten. Deshalb müsstet ihr mir das am besten mal in die Kommentare schreiben. Und warte mal, ich höre hier doch noch was. Kann nicht sein, dass hier schon Ende ist. So, hier kann ich noch durch, okay. Und hier ist eine Bücherei, ne, hä? Okay, jetzt ist mein Stab auch endgültig kaputt. Ich höre hier oben aber noch irgendwas. Hä, was ist denn das? Ich kann mich doch hier bestimmt durchbuddeln, ne? Okay, ja, kann ich, so wie es aussieht. So, und hier? Als ob hier schon Ende ist, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass hier schon Ende ist. Ich höre hier noch so ganz viele Monster-Sounds. Das kann doch nicht sein, als ob hier jetzt Ende ist. Achso, jetzt der Zombie-Sound kommt von hier. Okay. Hä, ist hier tatsächlich schon Ende? Warte, kann ich hier hoch? Ne, da habe ich mich runtergebaut, ne? Habe ich irgendwas hier übersehen? Ich glaube ja nicht, ne? Dann war es das echt mit der Burg. Okay, ich dachte, hier wäre vielleicht sogar mehr, aber so wie es aussieht, ist hier dann doch nicht unbedingt mehr. The fuck? Kaputt? Hallo? So, also so wie es aussieht, ist hier offensichtlich wirklich nicht mehr. Oder ist hier noch irgendwie eine Kiste oder so? Hä? Ne, hier kann man nur durch, okay, ja. Hier waren wir ja schon so gesehen. Ne, also hier ist echt nicht mehr. Und dann haben wir uns hier durchgeboxt. Und haben auch ein bisschen was an Equipment bekommen. Ist auf jeden Fall schön. Ich meine, wir werden von Equipment rein theoretisch, wenn wir ein Electric Stuff haben, wären wir sogar jetzt schon bereit, den Enderdrachen zu besiegen, weil dann können wir den auch aus der Luft besiegen. So stark ist der Enderdrache jetzt auch nicht. Aber egal, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Ihr seht, was wir alles an Equipment gesammelt haben. Und ihr könnt mir gerne Tipps dazu in die Kommentare schreiben, also was ich denn jetzt an Verzauberungen und sowas machen soll und was ich mir für eine Rüstung machen soll. Das würde mir echt helfen. Und ja, in dem Sinne würde ich eigentlich sagen, das war's von der Folge Time. Vielen Dank für das nette Feedback auf das letzte Video. Würde mich freuen, wenn wir das vielleicht diesmal wieder hinbekommen. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und um 15 Uhr geht's weiter mit dem zweiten Video. Ciao!